hast, sind auf jeden Fall Pfeile, Bögen mit drin. Das weiß ich. Nimm dir, wenn dann, gleich einen guten und verzauber ihn mit Unendlichkeit, dann brauchst du keine Pfeile mitnehmen. Oh, du spielst Neverwinter? Hm. Darf ich mal ehrlich sagen, das Spiel sagt mir gar nichts. Na, ist doch ein MMO einfach. Ach so. Ich hab irgendwie, wenn ich denke, was ich für Spiele schon alles gespielt habe, so in meiner Vergangenheit, die würde ich heute nicht mal mehr mit der Kneifzange anrühren. Ohne Scheiß. Dark Orbit. Fällt mir sofort ein, Dark Orbit. War das nicht ein Browser? Nee. Das war ein Browser-Game, ja. Doch. Was Dark Orbit. Oder sowas, ne? Ja, auch Drakensang. Drakensang Online. Drakensang Online, genau. Würde ich auch nicht mehr mit der Kneifzange anrühren. Das habe ich früher mal ewig gespielt. Ach, warte mal, das habe ich... Moment. Ja, was ich auch Anfang letztes Jahr und ab und zu mal wieder reinschaue, ist Guild Wars 2, aber... Was ist? Auch nicht mehr so begeistert. Also, Guild Wars 2 wollte ich mir eigentlich auch mal anschauen, aber wesentlich... Ich finde es irgendwie bescheuert, also ich habe jedenfalls gehört, wenn man sich schon ein Spiel kauft und dann immer noch irgendwie Game-Inhalte sind... Auch die ja, aber die Game-Inhalte innen, was du dir kaufen kannst, ehrlich gesagt, wenn du nur spielen willst, ist es nicht wert, denn das, was du dir innen drin kaufst, kannst du manche Sachen auch so finden. Auch so Mounts? Aha? Mounts auch, also die Reittiere oder? Also das hatte ich jedenfalls gehört, keine Ahnung. Reittiere wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt welche gibt. Also ich hatte keins, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es gibt auch keine. Bin ich mir ziemlich sicher. Begleiter kannst du dir halt kaufen, aber die machen dir auch nichts. Die laufen dir nur nebenbei her. Also es ist so wirklich Zeug, was du dir musst. Eigentlich musst du dir gar nichts drin kaufen. Es ist halt meistens nur optisch. Du kannst dann halt sowas wie die Haarfarbe nochmal verändern oder deinen Charakter nochmal nachverändern. Oder Sachen... optisch dein Schwert verändern und, aber eigentlich musst du gar nichts kaufen dafür. Ich mache hier voll das Product Placement. Ich könnte mal bei den anfragen. Total geiles Spiel. Schon ja, bei der Beschreibung noch. Aber ehrlich gesagt, kaufen musst du dir da nichts. Naja, anfangs ist es schon cool und alles, aber wenn du dann irgendwann ein gewisses Level hast, dann zieht sich's, dann hast du eigentlich nur noch, ich will die legendären Waffen, ich will das aufgestiegene Zeug und sowas. Das ist aber auch in jedem Spiel. Und dann wird's wirklich langweilig, muss ich sagen. Aber sonst eigentlich nicht einmal so schlecht, das Spiel. So, ich sag's mal, wenn du mal wirklich Urlaub hast oder Ferien hast, kann man es ruhig mal zocken eine Zeit lang, aber dann war's das auch schon wieder. Außer du machst halt ganz viele Charaktere und sowas, aber ich hatte da einen Nekromanten und einen Wächter, ziemlich OP beide. Nach oben und ja, dann hat es eigentlich auch schon keinen Spaß mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Irgendwo hatte ich doch mal eine Plattform gebaut aus Ziegelstein. Nicht aus Ziegelstein, wie heißt es denn? Nicht Ziegelstein, sondern doch Steinziegel, aus Steinziegeln, wo ich eine Burg hinbauen wollte. Ich glaube, die war irgendwo in dem Schneegebiet, aber ich weiß nicht mehr wo. Wollte ich so eine richtige, schöne Burg hinbauen. Das Projekt ist auch noch offen. Das mache ich auch irgendwann. Hast du gerade Schluck auf? Ja. Oh, denke ich an dich, ha? Hm. Sind wir froh, dass du nicht meine... weißt du, wie ich an dich denke? Geht nicht. Ja, ja. Übrigens, morgen in der Aufnahme, Ninko, will jemand dabei sein, der will auch einen eigenen Kanal machen, aber ihm fehlt das ganze Equipment, der hat nicht mal einen Rechner und alles. Ja, ja. Was? Ja, der will halt einmal mit einer Aufnahme dabei sein und sowas und der findet das cool und der wollte sowas schon immer mal machen, schon seit Jahren. Aber ihm fehlt halt das Geld für Computer und Rechner und alles. Will er denn dann dabei sein? Mein Plan war, ich habe hier noch einen zweiten Computer stehen, der am Fernseher hängt, den setzen wir einfach daran. Und. Ach, den kennst du denn? So ja, das ist mein Nachbar, der ist um einzogen. Ach so.
Was denn? Das funktioniert nicht mit ihm. Ja, hoffentlich ist er nicht so laut, dass er mich mithört. Ich will dann so eine Decke ein bisschen aufhängen, da müsste es schon reichen. Weil es ja ein bisschen so eine Art Richtmikrofon ist, so für was halt alles nur in eine Richtung verstärkt und alles andere ziemlich abschwächt, was ich habe. Aber so ab und zu hat man es ja damals die Natascha auch ein bisschen leise gehört. Einfach mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht ist er ja ein lieber und braver und... Ich glaube, der wird kotzen. Ich habe mich übrigens auch wirklich in den letzten paar Aufnahmen wirklich zurückgehalten mit der Diegel. Ja, die TTT-Direktgruppe in Facebook ist ja auch tot. Da schreibt ja auch keiner mehr. Ich glaube, die... Außer du. Ja, außer ich. Leben die überhaupt noch? Da muss ich mal unser Yogo-Gamer da, wie er heißt, will ich auch mal. War voll begeistert, der wollte mitmachen. Der Kerl ist schon 28 Jahre. War aber noch nicht einmal hier. Ich hab den noch nicht einmal angetroffen, also... Bei einer Aufnahme. Das ist schon zwei Aufnahmen eigentlich dabei. Eigentlich. Aber es ist halt ist immer auf dem Papier dabei sein und in echt dabei sein, das ist was anderes. Ninko, brauchst du eigentlich in Minecraft was? Nutzt du die Braustände? Mm-mm. Keine Ahnung. Also ich habe hier jetzt eine Nieferwarzenfarm gebaut und alles, aber die Braustände stehen immer noch so da. Für hier Endfight machen. Welche Tränke machen, aber keine Ahnung. Sonst eigentlich nie. Ich auch nicht. Das Einzige, was vielleicht cool wäre Nachtsicht. Ja. Oder Schnelligkeit, weil meine Map wäre auch mittlerweile ziemlich groß geworden. Hallo, Kuh. Aber vielleicht wird es ja nochmal wichtiger. Nö. Hast du das mitbekommen, dass jetzt... Nö. Minecraft wird ja auch der... Ja? Endfight, also Ender Dragon Fight wird ja nochmal überarbeitet. Okay. Irgendwie, keine Ahnung, schwieriger wird oder so. Oder... Naja, es kommt halt immer drauf an, wie man... Ach du Scheiße, es sind ja viele Kühe. Kommt halt immer drauf an, wie man runtergeht. Also, ich habe schon das Problem gehabt, also letztens mit Achamer auf unserem eigenen kleinen Server, den wir hatten, unserem Vanilla-Server, sind wir gespawnt. Wir waren wirklich OP und auch echt schön stark und alles. Also wirklich richtig OP. Gehen runter. Sind auf einer Plattform außerhalb gespawnt und wir konnten nicht mal reagieren und wir sind schon runtergeschubst worden. Ohne Mist, in dem Moment, wo die Welt geladen war, zack, haben wir schon gesehen, wie wir fallen. Und es wird ja jetzt auch irgendwie ein neuer Dungeon, es wird einen neuen Dungeon geben jetzt irgendwie. Wurde auch schon mittlerweile jetzt gepostet auf Twitter. Ja, das Einzige, was es halt, was ich jetzt schon gesehen habe, was ein Unterwassertempel, aber... Ich spiele ja hier das jetzige Achso, Minecraft. Naja, der ist ja schon draußen. Ja, ja, aber das jetzige Minecraft habe ich ja hier noch in nicht mit Unterwassertempel. Ja. Na gut, für Unterwassertempel könntest du auch Tränke gebrauchen. Ja. Die auch ein bisschen schwieriger sind. Ja, was mich nervt ist, ich habe ein einziges Update durchgemacht und die Welt ist zerschnitten worden. Ich traue mich nicht weiter abzudaten. Muss ich ehrlich sagen, ich traue es mich nicht. Na, ich glaube, du musst immer extra, also jetzt nicht, dass du irgendwie einen Sprung machst von, weiß ich, 1,6 auf 1,8, sondern immer 1,6, dann 1,72, 1,710, dann 1,8. Ja, das hatte ich auch gemacht. Ich habe von der... Welche Version bin ich überhaupt? Ich kann gerade nicht nachgucken. Ich glaube, von der 1,42, wirklich Schritt für Schritt, weil ich es ja damals noch aktiv gezockt habe, habe ich Schritt für Schritt mit abgedatet und es hat es trotzdem so zerschnitten. Das hat mich halt echt genervt, deswegen traue ich es mich irgendwie bei der Welt nicht, weil sie ist halt auch schon 1,2 Gigabyte groß. Irgendwie, ich weiß, ich laufe gerade rum wie ein Blöder einfach nur, ich weiß nicht, was, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt weiter Strand mache wieder, hey, traue ich mich gerade irgendwie nicht nochmal weiter Strand zu machen. Ich weiß, was ich mal mache, ich gehe mal in den Strip, da war ich auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, der Strip vermisst mich. Wie gehst du eigentlich auch Strip minen in deinen Let's Plays? Minecraft Let's Plays? Hm. No.
ist am effektivsten irgendwie. Okay. Geh raus! Geh raus aus der Lore! Hockt einfach sich ein Schaf in meine Lore rein. Und glaubt's ja nicht. Ausgeprügelt. Ja, habe ich totgeprügelt. Ja, was ich ja... Anfangs hatte ich ja mal ganz an... Ganz anfangs hatte ich ja mal vor... ein Minecraft-Vanilla-LPT zu machen. Aber das hat sich ja dann auch irgendwie wieder in den Sand verlaufen, weil jeder neue Projekt, der gemacht hat und jeder neue Projekt, der angefangen hat. Und ich finde es irgendwie blöd, wenn man dann immer sagt, ja, ich bin dabei, ich mach mit und dann nach 20 Folgen ist Schluss. Da könnte ich echt die Krise kriegen, muss ich sagen. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, meine sämtlichen Koop-Projekte oder LPT-Projekte sind immer irgendwie so geendet. Das nervt mich. Weil keiner mehr das Durchhaltevermögen hat irgendwie. Ich habe auch erzählt, ich bin jetzt mittlerweile schon 2 Jahre mit da. Wie lange bist du eigentlich schon hier? YouTube? 2011 etwa? Da hast du ja sogar aktiv angefangen. Du hast aktiv 2011 angefangen? Ja. Da hast du ja noch weit vor mir angefangen, hey. Naja, davor hat ja auch noch einen Kanal, aber das Sprich, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Pornos hochgeladen, ha? Noch schlimmer. Irgendwie wahrscheinlich noch schlimmer. Katzenvideos. Ja, fast so schlimm. Fast so schlimm wie Katzenvideos. Oh, fast so schlimm wie Katzenvideos. Vlogs. Nein. Was ist denn das? Ist das Lapi? Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Katzenvideos, fast so schlimm. Zeichentrickserien, selber gezeichnete. Wie? Mit Z fängt's an. Zelda. Nein. Oh. Mit Z fängt's an. Jetzt gehen wir die Ideen für echt aus. Mit Z fängt's an. Was fängt mit Z an? Let's Plays waren's nicht. Da hab ich noch nicht gezockt. Was, du hast da noch nicht gezockt? Ich hab mein Leben lang gezockt, sogar noch auf der NES. Also nicht so hart. Mit Z fängt's an. Oh, was für Videos kann man denn mit hochladen, was mit Z anfängt? Zeichentricks? Das ist 2010, 2009 gewesen. Nein. Anime. Mit Trick hat's auch was zu tun. Zaubertricks! Ja, Zaubertricks! Ah, also dass ich darauf nicht gekommen bin. Mit Zaubertricks? Echt? Ja. Was hast du da so für Zaubertricks gemacht? Er kann, glaube ich, gerade nicht reden. Glaube ich auch, ja. Alles wird gut, ne? Alles wird gut. Echt mit Zaubertricks? Und was für Zaubertricks hast du da so gemacht? Keine Ahnung, nur so eine kleine. Keine Ahnung, ey. Wie Barney Stinson, ha? Da war ich 10 oder so. Okay. Naja. Jetzt wäre ich fast noch ein YouTube, ein Video oben. Noch vom Kumpel und mir. Von vor 5 Jahren. Da haben wir noch vom Fernseher abgefilmt, da haben wir PS3 gespielt. Ja, also so sind halt, wenn man rechnet, so sind die Anfänge. So wirklich früher gab's ja wirklich nur wirklich die sauteuren Programme. Also ich habe ja auch schon vor 2 Jahren angefangen und da gab's auch noch nicht so viel Auswahl, wie es heute jetzt gibt, muss ich auch ehrlich sagen.
Auch wenn es erst, ja gut, 2,5 Jahre sind es jetzt schon. Vor 2,5 Jahren habe ich angefangen. Und wann hast du dann angefangen mit Let's Plays? Na, 2011. 2011. Beziehungsweise wenn man noch das dazu zählt, was ich da mit meinem Kumpel gemacht hätte, dann war es 2010. Okay. Also bist du auch schon einer der alten Hasen mit. Ja, ja. Oh. Wusstest du, dass wenn man Kies platziert und es in Lava fällt, trotzdem verschwindet? Das ist mir gerade passiert. Also ich habe nicht Kies platziert, aber da war Kies und ich habe darunter das Eisen abgebaut. Keine Ahnung warum, es wäre in die Lava gefallen. Aber ich habe es darunter abgebaut und es ist einfach mit in die Lava gefallen und verbrannt. Hey, Diamanten! Ich glaube, ich brauche auch keinen. Ist es verbrannt? Ja, es ist verbrannt. Das Kies ist, wie wenn du es halt irgendwo hin platzierst, wo nichts drunter ist, fällt es ja runter. Und es ist verbrannt. Oder